Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuschauer auf der Tribüne und zu Hause. Sehr, sehr geile Regierungserklärung. Ich möchte was zum Thema Schule und zum Thema Bildung sagen. Und zwar bin ich den Kollegen Bombis und Bolte durchaus dankbar, dass ein Teil zum Thema Bildung gekommen ist. Bei vielen der Redebeiträgen bin ich ein bisschen geschockt, dass in den Erwiderungen die Wirtschaft so viel vorkommt, der Breitbandausbau so viel vorkommt, alles gut, aber viel zu wenig über die Wurzeln der digitalen Chancen, der digitalen Teilhabe geredet wird. Und das ist die Nutzung des Digitalen in der Bildung. Politik ist das lange und langsame Bohren dicker Bretter. Das ist ein Satz von Max Weber und der wird auch hier im Haus Tag aus und Tag ein immer wieder belegt. Noch zu Beginn dieser Legislatur war Ihnen, Frau Ministerpräsidentin, das Thema Einsatz digitale Medien in Schulen in der Regierungserklärung nicht ein einziges Wort wert. Und auch Frau Ministerin Lörmann hat das Thema in ihrer Erklärung im zuständigen Schulausschuss im Jahr 2012 nicht mit einer einzigen Silbe erwähnt. Umso mehr finde ich es gut, dass Ihnen heute der digitale Wandel in der Bildung plötzlich so wichtig ist, dass Sie ihn sogar als Einstieg in Ihre Regierungserklärung verwenden. Seit 2012 haben wir Piraten dieses Thema hier immer wieder auf die Agenda gesetzt. Wir haben Initiativen gestartet und wir freuen uns natürlich jetzt umso mehr, dass dieses dicke Brett anscheinend endlich durch Bord scheint und dass das Thema digitales Lernen bei den Zielen der Regierung vorne steht. Der Raubmordkopie sei Dank. Und Herr Schmelzer, auch wenn Sie es nicht verstehen, das ist halt super geil. Allerdings wurde es auch höchste Zeit, denn die bisherige Regierungsbilanz in diesem Bereich ist einfach nur, ich kann es nicht anders sagen, erbärmlich. Was haben Sie nämlich schon gemacht? Sie haben grafikfähige Taschenrechner eingeführt in der Oberstufe, verbindlich. Und damit haben Sie einen Beschluss der Kultusministerkonferenz mit dem Titel Medienbildung in der Schule umgesetzt. Grafikfähige Taschenrechner? Technologie aus den 80er Jahren des letzten Jahrtausends? Really? Die Fachleute sind Sturm gelaufen. Wir haben Ausnahmeregelungen erkämpft, um den Einsatz von Laptops und Tablets zu erlauben. Aber selbst die scheinen, und da müssen wir uns tatsächlich an die eigene Nase fassen, untauglich zu sein. Denn die Fachleute haben die Ausnahmen bei der folgenden Anhörung zu unserem Antrag Bildungsinnovation 2020 als eins der größten Hemmnisse ihrer eigenen IT-Arbeit bezeichnet. Sie verzichten auf die EU-Fördermöglichkeiten aus dem Programm Digitale Bildung öffnen. Aber genau mit dieser Initiative will die EU-Kommission doch die digitale Kompetenz an Schulen fördern. Sie wollen sich hier nicht auf Ziele für die gemeinsame Strategie mit dem Bund zum digitalen Lernen festlegen. Und vorauseilend versicherten Sie uns, Frau Ministerin, dass sich die Landesregierung doch ohnehin schon für die von uns formulierten Ziele einsetzt. Am 24. November noch allerdings konnten Sie im Ausschuss keine Angaben machen zum Sachstand bei der gemeinsamen Strategie. Man habe halt nichts gehört. Und trotzdem irgendwie die Befürchtung, dass im Rahmen der digitalen Agenda das digitale Lernen in den Hintergrund rücken würde. In Wahrheit aber hatte die Bundesbildungsministerin bereits Anfang November vermelden lassen, dass ein Expertengremium zu diesem Thema die Arbeit aufgenommen habe. Da stellt sich mir doch die Frage, ob das Thema digitales Lernen bei dieser Landesregierung tatsächlich in den richtigen Händen liegt. Aber Frau Ministerin, das ist gar nicht böse gemeint. Das Schulministerium hat nun mal sehr viele Aufgaben und viele Fragen liegen ja auch weit verstreut in anderen Ministerien. Wo ich aber gerade so schön mit Ihnen oder zu Ihnen rede, kann ich noch anfügen, dass in der Pressekonferenz am 15. Januar Sie angekündigt haben, und ich zitiere, zum gesamten Feld digitales Lernen werde ich Sie, wenn unsere Pläne konkretisiert sind, gesondert informieren. In meinen Ohren klingt das ein klitzekleines bisschen besser als die kontinuierliche Weiterentwicklung und Bearbeitung der fünf Handlungsfelder, die Sie sonst immer beschworen haben.
Aber damit ist doch nicht getan. Konkretisieren Sie endlich Ihre Pläne, denn das tun Sie in dieser Regierungserklärung nämlich wieder nicht. In diesem Zusammenhang erlaube ich mir auch jetzt mal eine Empfehlung abzugeben. Reden Sie doch mal mit den Experten, die keine unmittelbaren wirtschaftlichen Interessen verfolgen. Reden Sie mit dem Chaos Computer Club, mit Initiativen für offene Lernmittel, mit Open Source Communities. Und wenn Sie da absolut Berührungsängste haben, dann sitzen wir auch noch da. Fragen Sie uns, wir freuen uns auf Ihre Fragen. Bisher präsentiert die Landesregierung bereits laufende Programme wie den Medienpass als die Antwort auf Herausforderungen beim Lernen mit Medien. Nichts gegen den Medienpass. Der hat seine guten Seiten durchaus. Aber dieses Angebot ist nun mal unverbindlich. Und so bleibt es nun mal auch jeder Schule selbst überlassen, zu entscheiden, ob der Medienpass zum Einsatz kommt oder nicht. Wie soll denn ein solches Angebot bitte helfen, die Aufgabe zu erfüllen, diese riesige Aufgabe, dass jeder Schüler und jede Schülerin wie selbstverständlich Informationstechnologie im Unterricht einsetzen können soll? Ganz ehrlich, das ist so, als wenn Sie das Glas Wasser hier in die Luft halten und sagen, bitte schön, jetzt kann jeder schwimmen lernen. Und wir wissen, diejenigen, die sich mit Bildung beschäftigen, dass Laptop-Klassen doppelt so viele Anmeldungen wie Plätze haben. Und die Praxis zeigt doch, dass die Eltern inzwischen erkannt haben, dass das digitale Lernen für ihre Kinder unabdingbar ist für die gesellschaftliche Teilhabe. Die Landesregierung scheint das noch nicht ganz begriffen zu haben. Und am Ende höre ich in der Regierungserklärung auch noch das mit den fremden Federn. Da kann man sich schön mit schmücken. Aber die Weiterentwicklung der Learnline, das geht auf unsere Initiative zurück. Ihr Vorzeigeprojekt Logineo, heute hier namentlich erwähnt, wird von den Landschaftsverbänden entwickelt und bereitgestellt. Und jetzt anzukündigen, dass man in der sowieso geplanten Novellierung der Lehrerausbildung dem Thema Medienbildung mehr Gewicht verleihen will, das ist doch keine politische Großtat. Das sind die Vorgaben der Kultusministerkonferenz und die machen das ohnehin erforderlich. Und es ist auch kein Ruhmesblatt, wenn die Ministerin bei der Vorstellung der IKILS-Studie feststellt, das ist die Studie, die computer- und informationsbezogene Kompetenzen von Schülern untersucht. Wenn die Ministerin da feststellt, dass nicht das Land, sondern die Schulträger bei der Ausstattung von Schulen zuständig seien, und gerade haben Sie es ja noch mal wiederholt. Das mag nach dem Buchstaben des Gesetzes richtig sein, aber sich jetzt hier hinzustellen und zu sagen, ja, da können wir auch nicht viel machen, das ist supergeil. Und da muss man das Gesetz tatsächlich mal nehmen und muss es benutzen, ausnutzen. Der Erziehungsauftrag der Schule beinhaltet nämlich nach § 2 Schulgesetz auch, und ich zitiere, Schülerinnen und Schüler werden befähigt, verantwortlich am sozialen, gesellschaftlichen, am wirtschaftlichen, beruflichen, kulturellen und politischen Leben teilzunehmen und ihr eigenes Leben zu gestalten. Und dazu gehört mehr und mehr die Fähigkeit, webbasierte Medien nutzen zu können. Informationen, die im Internet verfügbar sind, dass die eingeordnet werden können, dass sie verarbeitet werden können. Deswegen steht doch im selben Paragraphen des Schulgesetzes, die Schülerinnen und Schüler sollen insbesondere lernen, neuntens, mit Medien verantwortungsbewusst und sicher umzugehen. Die Verantwortung, hierfür geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen, die liegt beim Land. Um aus dem Mittelalter bei der technischen Ausstattung von Schulen, so sagt es der Verband Bildung und Erziehung, um da herauszukommen, ist es aber doch gar nicht notwendig, dass man die Finanzierung der Schulträgeraufgaben jetzt auf den Kopf stellt und das Land alles übernimmt. Denn wenn der politische Wille vorhanden wäre, dann stünde der Entwicklung nichts im Weg, wenn das Land auf die Schulträger nur zugehen würde. Was lese ich dazu in der heutigen Erklärung? Leider gar nichts. Nach der Vorstellung der Studie ist auch das super geil. Kollege Klaus Kaiser, sehe ich ihn gerade nicht, aber Ehre, wem Ehre gebührt, hat in der Anhörung zu Bildungsinnovation 2020 die durchaus berechtigte Frage gestellt, was sollte für die Landespolitik in diesem Zusammenhang oberste Priorität haben? Die kommunalen Spitzenverbände haben geantwortet. Sie haben gesagt, das Auflegen einer Strategie
und ein Vorgehen mit allen Beteiligten. Den Startschuss dafür hatten wir uns nach der Vorstellung der Studie irgendwie erhofft, aber was kommt von Ihnen? Nichts, und auch das supergeil. Die Koordination der Entwicklung einer solchen Strategie und die Umsetzung einer solchen Strategie, das wären doch Aufgaben eines von uns geforderten Internetministeriums. Übrigens genauso, der Kollege Bolter hat es gerade angesprochen, wie die beständige Förderung und Entwicklung einer offenen Infrastruktur aus Open-Source-Software, aus offenen Standards, Dateiformaten und Inhalten unter freier Lizenz. Sie reden immer der Chancengleichheit das Wort, der Bildungsgerechtigkeit. Aber die IKEL-Studie hat ja genau gezeigt, dass die Bildungsministerin hier eklatant verschläft, von wegen kein Kind zurücklassen. Sie leben so sehr in der Vergangenheit, dass sie die Gegenwart für die Zukunft halten. Und wer hier eine Regierungserklärung abgeben könnte, die sich nicht anhört wie aus Zeiten, in denen wir noch per Akustikkoppler ins Netz gegangen sind, der würde auch verstehen, wenn ich sage, oh hier, eine Regierungserklärung, die ist aber weich, sehr, sehr geil. Vielen Dank.